Moin und hiermit herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung hier mit dem Fendt 927 SCR, ein 900er Fendt, der im Mod-Hub released werden soll. Der sei jetzt auch schon durch das Testing durch, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Das heißt, wo ihr heute das Video seht, dann glaube ich, die nächsten Tage müsste der Mod auch ja jeweilig um 16 Uhr dann hochgeladen sein und im Mod-Hub erhältlich sein. Farming-Simulator.com, dann geht ihr auf Mods und ne, Mod-Hub kennt ihr natürlich alle. Ja, das Ganze ist von Lennart mit verschiedenen Hilfen noch dazu. Das Ganze ist ein Fendt. Jetzt muss ich mal eben hier aus dem Fliegemodus rauskommen. Um uns das Ganze mal anzugucken, habe ich hier einen 927 konfiguriert. Wir haben hier die Warntafeln dran. Wir haben Rundumleuchten oben dran. Wir haben fette BKT-Reifen mit Radgewichten dabei. Wir haben uns einen Horschgrubber genommen, den, ja, ein Flachgrubber, feiner ist das hier, mit dem wir dann gleich mal eben zur Probe losfahren wollen. Noch ein bisschen Kontergewicht, knapp 1000 Kilo, 1100, ne, 1000 sind es. Und ja, habe hier den silberne Auspuffblende konfiguriert. Ja, das Ganze ist ein Fendt, ein 900er Fendt, wie man ihn vielleicht auch schon kennt, aber eben mit einer anderen Haube. Das sieht man hier ganz deutlich. Das ist ganz anders, als man es von den Modellen kennt, die sonst von Giants mit im Spiel waren. Das ist eben der sogenannte SCR, der unter anderem, glaube ich, 2012 gebaut wurde und vom Fließband lief. Ich weiß nicht genau die Zahlen, welche Jahreszahlen von wann bis wann, aber das war im Prinzip der Vorgänger dann. Von dem, ja, letztendlich S4 900er Fendt. Genau, den gab es unter anderem ab 924, 926, 927, glaube ich auch. Hier wurde eine Nennleistung von 269 PS gesagt. Ja, damit sind wir halt mit dem Flachgrubber halt mehr als ausreichend ausgestattet in der Bereifung. Sowieso macht er mit links. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt mal auch zusammen im Shop an, damit ihr euch auch mal einen Blick von dem Mod machen könnt, zu einer klassischen Mod-Vorstellung, wie man das so, denke ich, machen sollte. Ja, wir finden den Schlepper unter den Großtraktoren, hier 900er SCR. 272.000 Euro kostet der hier, guckt man sich den mal an, ist ja ein Gebrauchtschlepper in dem Sinne, kriegt man den über Traktorpool mit ungefähr 13.000 Betriebsstunden für 70.000, 80.000 Euro so um den Dreh. Das kann man sich dann vielleicht ja zurechtdrehen in einem Spielstand, wo man da auf ein bisschen realistische Preise achten möchte, beziehungsweise dann eben der Zeit angemessen. Man kann den natürlich auch in fiktiver Weise gespielt neu vom Fließband so kaufen. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir haben BKT-Bereifung, wir haben Michelin-Bereifung, Continental, Trelleborg und Wredestein. Dann in verschiedenen Ausgaben hier, das ist der Vorderreifen, gefällt mir zum Beispiel der hier noch besser als der andere. Richtig viel Flanke, 620er, 75, R30, das sieht dann immer schon schön bös aus. Man kann Reifendruck gut rauslassen und ja, sieht irgendwie, finde ich, immer ein bisschen brutaler aus. Ja, hier mit Radgewichten, dann nochmal größere Reifen vorne, 650, 65, R34. Dann eben die ultra fette Pelle. Naja, das sind noch 800er. Ich glaube, ja genau, wir können auch noch auf 900er gehen. Die ich dann eben daran konfiguriert habe. Hier auch nochmal hinten 85 R42. Auch ordentlich Flanke dabei. Ja, müsste eigentlich, glaube ich, für jeden was dabei sein. Sind wir jetzt einmal durch. 710er, 800er, 900er. Ja, genau. Reifensound ist das Tire Sound Script von Peter Aha. Das ist sozusagen nicht vom Schlepper seitig, das die Konfiguration. Wir haben die Rundumleuchten, linke, rechte oder beide. Die Warntafeln, die wir konfigurieren können, die sich dann hier eben aufstellen. Design können wir auch Fendt-typisch mit der Designline konfigurieren. Den Auspuff wegnehmen, beziehungsweise Gitter davon oder eben nur das Gitter, aber die normale Haube. Ausstattung zwischen Power und Profi Plus. Wählen die Kennzeichenposition, auch vorne an der Haube oder an dem Auspuffgitter. Genau, KMH-Detail können wir auch auswählen, einblenden, ausblenden. Ja, Frontzapfwelle, für den einen oder anderen Betrieb völlig überflüssig, da wurde es als Ackerschlepper wahrscheinlich im Einsatz wäre, aber Grünland
und mit Mähwerken dann dementsprechend auch mit Frontzapfwelle konfigurierbar. GPS ist natürlich dann auch durch den GPS-Mod konfigurierbar. Da ändert sich dann hier erstmal optisch soweit nichts. Genau. Da ändert sich nichts. Hauptfarbe haben wir hier jetzt schon ein altes Fendgrün konfiguriert, aber auch da gibt es nochmal verschiedene Töne. Altes Grün, inwieweit sich genau die Nuancen und hinsichtlich der Baujahre, wenn man das realistisch betrachtet, unterscheiden, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich würde da ehrlicherweise nach meinem Geschmack gehen. Das sieht sehr glänzend aus, richtig neu. Nicht schlecht. Altes Grün. Also es könnte auch sein, dass da einfach verschiedene Materials drauf sind, wie glänzend das Ganze dann sein soll. Ja, ansonsten aber auch Schwarz-Tannengrün haben wir hier. Hesselbach-Rot, das ist, bezieht sich auf ein Lohnunternehmen. Mitternachtsschwarz, Kommunal und Petrol, wie man es auch von den Brinkers unter anderem kennt. Auch in den Felgen, da kann man dann ja sämtliches konfigurieren. Hier mal mit Silber und Weinrot. Da muss ich an Michi denken, der mit dem weinroten Gewicht, glaube ich, in Mecklenburg gefahren ist. Da hatte er sogar einen weinroten Schlepper. Da bin ich mir gerade unsicher. Aber auch irgendwie finde ich eine nette Kombi. Würde ich jetzt persönlich nicht machen. Ich würde es natürlich in Fendt grün lassen. Beige Felgen bin ich großer Fan von. Immer gerne. Aber kann auch natürlich originalrot sein. Genau, Kennzeichen, das haben wir alles. Dann die Motorausführung vielleicht nochmal durchgehen. Haben wir hier, wie gesagt, den 924 in verschiedenen Ausführungen, was die Geschwindigkeit angeht. 927, dann haben wir 930, 933, 936 und 939. Ja, geht dann eben hier bis 390 PS hoch. 2924 sind dann 243 hier in der Nennleistung. Insgesamt 12,3 Tonnen. Ja, ich glaube, das war es dann soweit. Dann würden wir uns dann, glaube ich, mit dem Grubber hier mal auf der Horsch Aggrovation Map machen. Falls da die Frage kommt, das ist die Map, die aus dem Horsch DLC auch, oder die beiliegend ist. Genau, spielt quasi in Tschechien. Und ich habe mir die soweit noch gar nicht angeguckt, außer auf der FarmCon. Wir haben hier ganz große Flächen. Direkt am, ja, hier jetzt vom Shop gegenüber ist eine riesige. Hier auch eine riesige Fläche 9. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Wir haben kein Precision Farming drauf. Wir werden jetzt zur 18 fahren und da mal per Flachgrubber einen Doppelsturz quasi machen. Also ultra flach da mal eben gerade abschneiden. Ja, wir haben hier dann Simple IC verbaut als Animation. Da habe ich zum Beispiel hier gesehen, haben wir hier auch ein Kreuz. Damit lassen sich hier die Kugel... Habe ich den richtigen Begriff dafür nicht? Gerne in die Kommentare, dass ich das mal lerne. Kann man damit ein- und ausblenden. Genau, wir müssen mal eben kurz einen Cut, das mal rausmachen hier. Wir haben jetzt gerade automatischen Motorstart. Ihr hört den Sound schon. Und jetzt können wir auch hier über Simple IC das HUD einblenden. Tür zu. Wir können das Lenkrad auf- und abfahren. Hinten die Fensterscheibe aufmachen. Dachluke können wir aufmachen. Ja. Ich glaube, dann habe ich kein Kreuz übersehen. Dann blenden wir das Ganze mal aus. Grubber ist angehoben. Mal hier die richtige Position finden. Und fahren mal los. Wir müssen jetzt zweimal rechts fahren hier. Linker ist auch animiert hier. Ja, jetzt hört man im Sound natürlich auch den Reifensound. Das kommt durch Peter Aha. Die habe ich auf 100% hier eingestellt, den Sound. Ansonsten hört man, am Sound wurde auf jeden Fall der Getriebesound ein bisschen hervorgehoben. Ansonsten ist es
glaube ich, der 900er Sound aus dem Standardspiel. Ja, ich habe Dashboard live aktiv. Ich habe echtes GPS vom IFCO aktiv, ist hier aber nicht verbaut. So, wir müssen hier einmal weiter. Joystick ist aber auch hier animiert. So, und dann sind wir hier auch auf der Fläche, wo wir den dann mal eben schön arbeiten lassen können. Kommen wir mal versetzt zur Saatrichtung an hier. Meine AB-Linie ziehen hier. Den Tempomat reinmachen. Wenn die Warnschilder auch noch einklappen können, würde mich interessieren. Manu. Mit Steuergeräten hier noch das Problem. Diese Geräuschkulisse vom Horst-LC, ich lieb's, ne? Hört sich einfach nach schöner Arbeit an hinten. Gucken wir uns das gleich mal in der nächsten Bahn nochmal von außen an. Fahren wir rechts rum und setzen daneben an. Das ist auf jeden Fall ein richtig dicker Oschi. Also ich glaube, Empfehlung wäre definitiv als Ackerschlepper anzusehen. Auch Leifke hatte sich den ja bei uns im Spielstand gekauft. Wieder einsetzen. Lichter prüfen. Ja, hier vorne geht noch ein Licht. Ja, hier. Da haben wir das Fernlicht dann in der Mitte. Ja, hier dann Fernlicht dann, was dann auch nochmal angehen kann. Schön ausgeleuchtet aus, muss ich sagen. So, schauen wir uns mal das Ganze in der Wendigkeit an hier. Auf jeden Fall echt einen guten Lenkeinschlag. Kotflügel da setzen dann aus.
noch weiter einschlagen. Jetzt würde ich, glaube ich, noch mal eben die Uhrzeit ändern. Set Time müsste das sein. Okay, Time Set ist es. Time Set, sagen wir mal 5 Uhr. So, dann haben wir auch die Beleuchtung von dem Ganzen. Sieht schon geil aus. Eher gelblicheres Licht, vorne eher ein bisschen helleres Licht. Wenn es mich nicht täuscht. Hinten auch sehr geil. Mal Innenraum gucken. Machen wir mal hier den GPS-Kurs. Ja, hier von oben kommt kein Licht. Der Licht rein vom Bildschirm hier und dann eben beleuchtet Tasten. Und außen, ja, nehmen wir mal weg. Normales Licht, Arbeitslicht. Noch zusätzliches Arbeitslicht vorne. Könnte natürlich rechts und links noch besser ausgeleuchtet sein, aber das müsste man wahrscheinlich dann eben nochmal nachrüsten. Ne? Ja, ich denke, soll reichen als Vorstellung für euch den 900er SCR, dass ihr euch überlegen könnt, ob der was für euch ist. Ihr findet ihn, wie gesagt, im Mod-Hub. Vielen Dank an Lennart für die Bereitstellung von dem Mod. Die Haube müsste, glaube ich, noch aus einem 19er oder 17er sein. Ich weiß es nicht. Von Red Phoenix Vertex gebaut. Und Jan hatte mir letztens erzählt, eigentlich war immer dazu gesagt worden, jeder kann die Haube verbauen, aber dann bitte auch zum Download stellen, den Schlepper. Und jetzt kommt er also endlich dann zum Download. Finde ich richtig cool. Freut mich, ein neuer Fan im Mod-Hub, ein neuer Fan für alle. Und ja, die Fanflotte kann weiter aufgerüstet werden. Viel Spaß damit. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Gerne in die Kommentare schreiben, was ihr selber von dem Schlepper haltet. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.